Hallo Freunde der analogen Unterhaltung. Und herzlich willkommen hier bei Hunter & Krohn. Da wir ja aktuell zu Hause bleiben, habe ich den Piet, ersetzen kann man den Piet eigentlich nicht, aber ich habe mir Verstärkung geholt. Und zwar neben mir Pia und Jule, die werden mich heute nämlich unterstützen bei einem Let's Play. Und zwar, wenn wir Soviet Kitchen Unleashed spielen, hat vielleicht der ein oder andere schon mal gesehen. Irgendwie thematisch, finde ich, ist es sogar so ein bisschen passend. Ich zeige euch nämlich mal hier, wir haben so ein bisschen Deko, wir wollen uns hier ein bisschen in Stimmung bringen und Soviet Kitchen ist ein relativ schnell und einfach gespieltes Kartenspiel, allerdings mit App-Unterstützung und um was es eigentlich geht, das trage ich euch jetzt hier mal vor. Die Soviet Kitchen. In der Sowjetunion geht der Zweite Weltkrieg zu Ende. Ihr seid ein Trupp von Köchen, die zusammenarbeiten, um Mahlzeiten aus spärlich vorhandenen Zutaten zu schustern. In den Fleischwolf kommt alles, was sich an der Front finden lässt. Jede Karte ist eine wertvolle Zutat, so ungenießbar sie auch erscheinen mag. Gelber Brei geordert, etwas Sand wird's tun, Tomatensauce ist rot, rostige Nägel auch. Je öfter ihr kocht, desto besser werdet ihr im Punchen nach Augenmaß. Klingt furchtbar, ihr kümmert euch nur um Mütterchen Russland und die hat Hunger. Wenn eure Gäste sterben, hat es sich für euch ausgekocht. Je besser ihr sie versorgt, desto schneller schafft ihr es vom Feldmetzger zum russischen Sternekoch. Ja, und das Ganze, wie gesagt, werden wir jetzt hier spielen. Das Spiel ist an sich 1 bis 6 Spieler spielbar. Also wir haben da noch was Schönes nämlich für euch vorbereitet. Am Ende werden wir das Exemplar, was Pia, siehst du, da ist es wieder, was Pia jetzt hier in den Händen hält, nämlich auch noch verlosen bleibt, also bis zum Ende. Da gibt es dann noch die Frage, was sollt ihr denn eigentlich in die Kommentare schreiben, um das hier zu gewinnen. Und ja, das Ganze dann 1 bis 6 Spieler spielbar. Wir haben jetzt die App hier aufgebaut, werdet ihr gleich sehen. Und es gibt, das Coole bei dem Spiel ist so unterschiedliche Modi. Ihr könnt das Ganze ja so in so einer Überlebens-Challenge spielen. Man kann auch noch unterschiedliche Modis freispielen. Wir werden jetzt aber so ein bisschen Spoiler-Alarm den Kampagnenmodus spielen. Im Kampagnenmodus wird man auch immer wieder weitere Kartensets freischalten, also Zutaten, die man mehr hat. Wir haben, ich sag mal, den ersten Teil der Kampagne, da startet man im Dorf, das werdet ihr auch gleich sehen, den haben wir schon absolviert. Wir haben also schon ein paar mehr Karten, als am Anfang der Story zur Verfügung stehen, aber ich denke, die Karten, die wir euch hier jetzt spoilern, da könnt ihr euch dann einfach auch drauf freuen, wenn ihr sie freischaltet und soweit, wie gesagt, sind wir noch gar nicht in der Story. Das Schöne ist, ich zeige euch jetzt hier einfach mal gleich auch die App. Ihr seht uns dann auch noch in klein und alles weitere wird sich dann eigentlich während des Spielens erklären lassen. Es ist relativ unkompliziert. App einfach installiert, Konto angemeldet, dann könnt ihr nämlich schön eure Highscore auch tracken und vergleichen. Und hier seht ihr es schon, Story-Modus und Challenge-Modus. Und wir gehen jetzt mal in den Story-Modus und da wählen wir jetzt die Spieler Anzahl aus. Wir sind hier zu dritt, wenn ich mich da noch recht entsinne. Und ja, wir sind jetzt in der Story, wie gesagt, von der Front jetzt schon ins Dorf gekommen. Wir haben auch schon ein paar Rubel uns ja erkochen können. Und wir spielen jetzt mal hier weiter im Dorf. Da seht ihr schon, da gibt es jetzt einige ja einzelne Szenarien, die wir spielen können. Niemand da, haben wir schon so mäßig erfolgreich bewältigt. Ja. Seht ihr hier an den Sternen. Es gibt auch immer, wie in so schönen Apps oder Computerspielen, noch so kleinere Achievements, die man halt versuchen kann freizuschalten. Und wir machen jetzt hier mal weiter. Vertriebene. Und das Schöne ist, das Ganze wird natürlich hier thematisch auch weiter unterstützt. Wir haben da etwas gerochen. Das ist doch essbar, oder? Absolut. Und ja, die App sagt uns jetzt auch gleich, um was es hier geht. Wir werden jetzt mit den Zutaten, seht ihr gleich, Gerichte nachkochen, die wir in den Fleischwolf hauen. Und das Ganze passiert über so ein Farbmischkonzept. Und in diesem, in diesem Szenario müssen wir quasi mit unserer Farbe, mit unseren Zutaten, die wir dann da in den Fleischwolf mischen, 50% erreichen, mindestens. Wir haben diese kleine Matroschka da, 3 Leben. Also wir werden da Nahrungsmittel in Anführungszeichen verwenden, die ein bisschen auf den Magen schlagen werden. Also mitunter schaffen das die Bekochten nicht, was wir da kredenzen. Und dann seht ihr da drunter schon
Bonussachen erreicht mindestens einmal 92%, was schon extrem schwierig ist. Es gibt auch ein paar Spezialkarten und wir sollten kein Leben verlieren. Naja, wir sind mal gespannt. Dann sagt uns die App jetzt auch gleich, was wir machen müssen weiter. Karten haben wir hier schon gemischt, seht ihr ja auch hier unten, das ist unser Nachziehstapel. Und den haben wir gut gemischt. Und jetzt kriegt jeder Spieler 8 Karten. Ich teile die hier mal aus. Ja. So, das sollten jetzt 8 Karten sein. Jetzt geht es darum, dass man nicht die Karten seiner Mitspieler sich anschaut. Ich werde euch aber trotzdem mal ganz kurz mal meine Karten einmal zeigen, damit ihr nochmal seht, in welche Richtung das so ein bisschen geht. Gehen wir mal hier ganz kurz nochmal ins Detail. Das heißt, hier seht ihr es schon, wir haben jetzt unterschiedlichste, man würde fast eher Materialien sagen. Ihr seht hier Auto, Reifen, Stück Käse ist ja fast noch das Beste, was man haben kann. Dann haben wir hier lecker Zehennägel, wir haben eine Ziehharmonika, Balalaika schon, da gibt es auch nochmal ein paar Sondereffekte, lesen wir uns auch gleich mal durch. Und die, wie ihr schon sehen könnt, diese Gegenstände, die haben alle unterschiedliche Farben und die versuchen wir jetzt in den Fleischwolf ja, zur richtigen Farbe zu mischen. Und ihr seht im Hintergrund in der App, schalte ich auch gleich nochmal wieder rein, seht ihr jetzt schon, was wir für ein Gericht, naja, kochen in Anführungszeichen. Und zwar besteht das aus 3 unterschiedlichen Sachen. Einmal dieser lilafarbenen Wurst, dann diesen fast dunkelblauen Kraut oder Matsch oder irgendwie sowas und dieser braun-rot-braunen Soße. Und ja, da geht es jetzt darum, dass man die Karten irgendwie bestmöglich einsetzt. Fleischwolf an. Los geht's. Mit der lila Wurst. Mit der lila Wurst. Hier gibt's jetzt keinen Timer oder so. Das ist jetzt nicht irgendwie Echtzeit. Wir haben theoretisch alle Zeit der Welt, uns die Gegenstände, die wir haben, zu beschreiben. Wir können auch sogar auf dieses Farbrad hier verweisen. Wir dürfen uns die nur nicht zeigen in dem Sinne. Also lila Wurst. Ich hätte zum Beispiel eine rote Matroschka. Geht noch nicht in dieses Telekom-Magenta, aber ist schon so ein bisschen pinkrot. Allerdings hätte die Matroschka auch den Vorteil, wenn man 2 Matroschkas hintereinander spielt, dann setzt man den Giftwert zurück. Und ihr seht hier am Rande das Thermometer. Das wird uns nämlich gleich dann auch mal anzeigen, wie giftig etwas ist. Ja, also ich habe die perfekte Karte. Das ist genau die Karte. Okay. Das ist genau die Farbe, glaube ich jedenfalls, ja. Wenn Pia jetzt die perfekte Karte hat, dann könnten Julo und ich zum Beispiel auch 2 Karten spielen, die sich im Farbkreis gegenüberliegen. Vielleicht ich hier eine gelbe und eine blaue. Das wird dann grau, mehr oder weniger so eine Art neutrales Grau. Mhm. Und wenn dann einer eine Farbkarte spielt, die schon sehr gut passt, dann könnte man das auch bringen. Das oder ich zeige auch nochmal eine Karte, die man dann auch spielen könnte. Warte mal, hier. Dann gehen wir hier nochmal kurz ins Detail. Das ist jetzt der Wodka, der senkt den, ja, den Vergiftungswert und hat keine Farbe, was praktisch ist. Und nochmal zu meiner perfekten Karte, das ist eine Ziehharmonika. Hier unten steht auch, jeder Spieler gibt eine Karte nach links. Ah ja, sowas habe ich auch. Das ist natürlich auch schön. Dann kann man vielleicht, wenn einer jetzt nur viele blaue Karten oder sowas auf der Hand hat, kann man so ein bisschen die Karten verteilen. Ja, tja, was wollen wir machen? Ja, wir können es jetzt abstimmen. Ich habe auch eigentlich eine Karte, die total gut farblich passt. Ein bisschen dunkler ist als die Wurst, würde ich sagen. Aber auf jeden Fall ist es so ein lila. Du, dann würde ich einfach mal sagen, damit wir vielleicht auch nicht zu viel Gift machen, ich spiele mal die erste Karte und ihr spielt die ganzen Sachen. Und jetzt einfach hinten auf den Karten ist ja ein QR-Code, der wird jetzt über die Frontkamera gehalten und schwupps, habt ihr das gesehen? Ich habe jetzt nämlich ein Stück alten Käse, der relativ gut ist, weil der hat nur einen Giftwert von 1, seht ihr da unten, schon jetzt mal in den Mixer geworfen, in unseren Fleischwolf. Und ja. Dann geht's jetzt weiter. Also meine perfekte Karte. Ja. Da wird uns jetzt die App auch sagen, dass wir das ganze Tauschprozedere jetzt mal
durchführen werden. Mhm. Ich gebe dir mal, ich gebe dir mal eine Karte. Eine Karte. Da haben wir jetzt intuitiv so à la the mind mal gefühlt, welche Karte weitergeht. Dann drücken wir hier auf OK und Jule ist... Ja, meine Blaubeeren hier noch. Deine Blaubeeren, oh ja, die gehen wirklich in die richtige... Und ich... Perfekt. Klickst du hier ab. Ach ja, richtig. Ablagestapel. Und jetzt sieht er schon, kotzstrahlmäßig kommt es aus dem Fleischwolf gespritzt. Und das ist unsere Wurst. 81% schon gar nicht so gut. Wir wissen noch, wenn wir mal 92% schaffen, dann ist das schon mal ja, und ein Extrapunkt. Jetzt geht es um diese Bestellung, das blaue Kraut hier. Okay. Habt ihr irgendwas Blaues überhaupt? Ich habe ein Türkis. Also ich habe Jeans. Jeans. Die Jeans sind blau. Blau. Ja. Blau, allerdings sind die auch nicht so richtig gesund. Okay, also die machen schon ganz schön... Aber wir sind noch, wir sind ja noch in dem unteren Bereich. Ich hätte noch Kupferschrott, das ist auch so, geht auch so eine Türkisrichtung. Das ist, meins ist relativ dunkel. Ich mach's mal rein, dann könnt ihr mal gucken. Mach mal rein, genau. Ja. Wir spielen jetzt mehr oder weniger so ein bisschen den einfacheren Modus. Man kann das Ganze auch noch schwieriger spielen, denn legen alle erstmal verdeckt ihre Karte ab. So kann man noch ein bisschen. Also ich hab Zinnsoldaten, die sind halt gräulich, hellgrau. Und ich habe Holzkohle, die ist schwarz. Und eins noch zu den Karten. Es gibt auch Karten, die sind bunt. Also ein Spektrum von zum Beispiel gelb bis blau. Und dann gibt es so ein Zwischending wahrscheinlich, ja. Und das ist es dann. Das ist so ein bisschen dann, muss man vielleicht auch ein bisschen Glück haben. Du, ja, hau doch mal rein. Also du könntest theoretisch auch den Alkohol reinhauen. War, hattest du ich würde auf jeden Fall noch was Helleres reintun, ne? Meine Jeans da sind jetzt recht dunkel. Ich hab also vielleicht kein Schwarz oder so. Ich habe Türkis. Ja, wir hauen mal zwei Türkis-Sachen rein. Oh, das ist cool. Kohl, der ist nämlich auch gar nicht so giftig. Und ich habe jetzt hier noch mal ein bisschen Kupferschrott. Der ist also schon ein bisschen oxidiert. Und jetzt gucken wir mal, in welche Richtung. Sieht ganz gut aus. ist nicht ganz so farbkräftig, aber auch, schwer hinzukriegen manchmal. 75%, weiter geht's hier also. Wir sind jetzt bei der Soße angekommen. Mhm. Die Soße, da würde ich glaube ich mal meine Matrosche. Hat jemand von euch noch eine Matrosche? Nee, leider gar nicht. Aber ich habe eine relativ gute Karte Holz, die ist hellbraun. Mhm. Es ist nicht rötlich, aber ein helleres. So. Und dann, ich habe so eine rostigen Nägel, die haben so ein dunkleres Braun. Na dann, hau ich mal rein. Ich hau mal meine Matroschka rein. Mhm. Die hat auch einen Vergiftungswert von 0, was ganz cool ist. Ja, Holz ein bisschen mehr. Bei mir will die immer nicht hier so richtig. Kriegst du hin? Ja. Wir haben auch so rostige Nägel. Ja. Zack, ja. Da sind sie drin. Mal gucken. Ich hab... Oh, das sieht schon sehr gut aus. Habt ihr das gesehen? Nicht schlecht. Wir können jetzt noch wetten. Über 90? Verdammt, wir waren zu optimistisch. Oder ich vielmehr. 83%. Aber jetzt seht ihr hier auch mal, wie das Gericht aussehen sollte und was wir gemacht haben. Und das Schöne ist, ganz einfach, die Prozentzahlen habt ihr ja da oben, 61, 65, 83, die sind nachher dann auch einfach die Rubel. Wir haben jetzt also 229 Rubel schon verdient. 900 müssen wir, um dieses Level abzuschließen. Steht auch hier unten. Ja. Und wir sind jetzt schon so ein bisschen mit unserer Vergiftung in so einen gefährlichen Bereich gekommen. Die Vergiftung baut sich immer am Ende eines Gerichts um so viel wieder ab, wie oben sozusagen noch Luft ist im Thermometer, seht ihr ja. Mhm. Da sind wir jetzt aber schon über die Hälfte rüber, also wir kommen nicht ganz auf Null, seht ihr jetzt hier auch, zack, schön animiert. Es gibt sogar so ein bisschen radioaktive Karten, die liegen noch ein bisschen schwerer im Magen. Die werden nur durch bestimmte Karten abgebaut. Und schön, jeder Genosse zieht einfach drei neue Karten. Ich ziehe einfach mal drei und dann hier. Und so gibt's hier auch immer Unterschiede im Kartennachziehen. Das sagt uns halt auch die App. Manchmal sind es nur 0, 2, 1, wie auch immer. Und dann geht's jetzt hier weiter. Ja. Jetzt haben wir einmal so eine graue... Ich nochmal zum Radioaktiven. Ich habe auch eine Karte, die zeige ich mal. Du willst ja einfach nur, ganz clever, dass wir immer deine Karten sehen. Das Holzkohle, hier oben steht minus 1. Ja, stimmt. Die Kohle ist quasi Aktivkohle. Die baut Sachen ab. Mhm. Aber grau müsste doch hinzukriegen sein, oder? Ja, ich denke, grau sollte man... Ist halt ein helles Grau. Ich habe Regenwasser, das ist auch durchsichtig. Regenwasser ist ja durchsichtig. Wie Alkohol. Nur, dass es 1 Schaden hat. Na, da hätte ich auch Wodka noch, weiß ich nicht. Wie gesagt, man könnte auch grau versuchen. Wodka geht immer. Wir könnten auch grau, hat jemand so ein Blauton, dann könnte man gelb und blau, müsste auch grau. Ich habe grau und ich habe so ein Gelb. Ich habe so einen Pilz, von dem ich gesprochen habe.
Ich habe so einen Pilz, von dem rot, ich gesprochen hat jemand habe, aber der ist... Stöße, wir hauen mal den Pilz einfach. Das ist so ein bisschen. Finde ich auch. Ich der macht auch ganz schön Aua. Hast du Rotes? Nee. Habt ihr euch das Gericht übrigens gemerkt? Das ist immer gut, wenn man das Gesamtgericht sich nochmal merkt. Wo ist das Grau? Was brauchen wir danach für Farben? Ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht. Ah, wir sind Profis. Wir sind so eine Ölflasche. Aber ich habe ja, hab noch die Zinnsoldaten, die gehen in die Richtung. Die sind doch grau, oder? Ja, dann hau doch mal die Zinnsoldaten rein. Die sind ja eigentlich perfekt. Na, dann mache ich meinen durchsichtigen Wodka noch rein, ja, oder was hast du noch? Ja, nee, ich habe dann nur noch Walspeck. Der ist so ein bisschen rosa. Ja, hau mal deinen Wodka rein, oder? Na gut. Ja, aber ist das nicht Verschwendung? Haben wir nicht doch was Gegenüberliegendes? Grün, was bräuchten wir dann? Rot? Gelb? Hast du irgendwas Lilanes? Rot-grünlich könnte man sich gegenüber packen. Ich habe nur grün. Du hast nur grün? Na, ich habe sowas, aber ist das so ein bisschen türkisgrünlich? Habe ich auch, ja. Ja, mach mal, spiel mal das und dann habe ich meine Ferkelschwänze. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Kupferschrott ist das. Ja, mach mal. Okay. Probier mal. Ja, das sieht gar nicht so schlecht aus. Und jetzt hier schön Ferkelschwänze. Das Coole ist, Spiel ist auf jeden Fall bilingual. Oh, gar nicht so schlecht. Auf den Karten steht das Ganze auch nochmal in Englisch drauf und die App ist ja sprachmäßig einstellbar. Ja, 84%, super. Mein Gott. Wir werden immer besser. Ah, seht ihr? So ein Türkis und lila Soße. Also ich habe meinen Wunderpilz hier. Dein Wunderpilz könnte es vielleicht bringen. Aber der ist so von Rot zu Türkis. Das Türkis trifft das ganz gut, aber ich... Steht da noch was bei dem Wunderpilz eigentlich? Erlebe eine zufällige Farbe dieses Spektrums. Ich kann es ja mal kurz zeigen. Also macht man nee, zeigen brauchst du nicht. Einen Trip. Na, dann kommt man. Hau mal rein den Pilz. Wir wollen mal gucken. Was der macht. Ja, da ist er, der Pilz. Wir sind jetzt der Trip. Oh, es ist ein Orange geworden. Seht ihr da in der Mitte ein Orange? Das ist so mäßig toll wahrscheinlich. Ja, das ist ja nicht. Aber so wir toll. Können das Orange mit dem Grün noch zu so einem Grau. Und haben wir denn überhaupt ein Blau? Nee, Blau habe ich gar nicht. Ich habe Grün, Hellgrün und dann habe ich so ein... Tja, Olivgrün? Dreckiges Olivgrün? Verdammt, ich sehe es. Ich würde sagen, dass, Mama, du hast doch gesagt, du hast Wodka. Das ist minus. Guck mal, wie hoch wir schon sind. Ich würde sagen, dass das ganz gut wäre, wenn wir irgendwas minus reinmachen. Ich weiß nicht, ob Papa jetzt Wodka hat, aber. Nee, ich habe leider keinen Wodka. Und was für eine Farbe hast du so? Tja, ich habe so grünliche Töne. Ich habe ja so drei grünliche Töne, dann habe ich ein relativ knalliges Gelb, Autoreifen, die sind ziemlich dunkel, ein ganz dunkles Lila vielleicht, fast schon schwarz und Walspeck ist so halt hell Babyrosa. Alles nicht so. Ist alles so mäßig. Alles, was so in die blaue Richtung geht vielleicht, wäre jetzt noch gut. Ja. Das hattest du auch nicht. Nee. Also außer diese Autoreifen. Soll ich die da mal reinhauen, was die machen? Was sind die dunkel, oder? Ja, die sind dunkel. Hm. Na mach mal, vielleicht kann ich damit Gelb noch was reißen. Ihr seht schon, wir sind Farbmischexperten. Ja, wir sind ganz toll. In diesem Spiel. Es wird wahrscheinlich irgendein... Orange. Komm, wir müssen... Aber funktioniert das so nach der Farblehre? Das frage ich jedes Mal, ne? Theoretisch schon, aber wir wissen nicht, ob die in Russland anders Farben mischen. Aber was ist denn mit Blau? Wie kriegt man Blau? Na, kannst du das... Gibt es Blau überhaupt zu mischen? Ja. Ist ja halt eine von den... Grün und Gelb. Ja. Grün und Gelb? Ja. Je nachdem, in welchen wir wissen nee, nicht, ob es... Nee, Blau und Gelb. Sind. Aber dann ist ja schon Blau dabei. Ja, ach so, Blau, ja, warte. Du brauchst die kannst du nicht mischen. Keine Ahnung, lila und weiß? Nee. Das grün-blau sind schon... Dann mach ich den Wodka rein, da sind wenigstens Minuspunkte. Ja, vielleicht. Ja. Wobei, wir sind ja schon relativ weit oben mit unserer Kacke da. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Wir müssen ja noch die Soße machen. Vielleicht nehmen wir lieber das Leben in Kauf. Ach, hau rein, ey. Das ist ein schnell gespieltes Spiel, sage ich immer. Mhm. Ja, perfekt. Da ist der Wodka. Mit Flasche übrigens. Also wir lassen... Das ist eher die Soße, glaube ich. Habe ich doch gesagt, dass es braun wird. Mal gucken, ob wir... Also zur Not Kackbraun schafft man immer. Kackbraun schafft man immer. Ja, das wollten wir euch natürlich mal zeigen. Was passiert eigentlich, wenn man extrem abweicht? Diese Mahlzeit sieht nicht aus wie bestellt und wurde abgelehnt. Das bedeutet, wir haben leider ein Leben verloren. Das heißt, dieses Ziel, kein Leben zu verlieren, haben wir schon mal nicht geschafft. Ach so. Jetzt geht's also mit der nächsten Mahlzeit weiter. Wir ziehen jeder noch eine Karte auf. Oh, ich habe eine Sichel. Hat jemand von euch einen Hammer? Warte. Ich habe ein Eichhörnchen gezogen. Was? Gibt Eichhörnchen? Ein radioaktives Eichhörnchen. Radiohörnchen steht hier, stimmt. Ich habe Holzkohle, die ist minus 1 radioaktiv.
So, jetzt lasst euch mal hier nicht von eurem Eichhörnchen ablenken. Wir haben eine grüne Wurst, irgendwie so ein heller Hirnbrei und pinke Soße. Ich habe was relativ Okayes für den Hirnbrei und auch für die. Für alles habe ich was Gutes. Für alles. Aber sowas mit. Grüne Wurst. Ich habe was Cooles. Grüne Wurst, Tannenzapfen. Und dadurch, dass wir jetzt unser Leben verloren haben, sind wir auch wieder auf Null. Entschuldigung. Ich glaube, ich bin allergisch auf das radioaktive Hörnchen. Von riesigen Käfern, die wir hier in unserer Sowjet-Kitchen rumfliegen, wird gleich mit in den. Radioaktiver Käfer. Radioaktiver Käfer wird gleich mit in den Fleischwurst. Ich hau mal hier Tannenzapfen rein. Dann habe ich da auch was Gutes. Kartoffeln, Alter. Das wird ja die Kartoffeln beste sind immer Wurst gut. Essen. Ich hätte noch Gras oder Atommüll in hellgrün. Vielleicht lieber das Gras, gell? Ja. Wie viel atomaren Schaden macht denn dein Atommüll? Ach, mach Gras. Ja. Gras ist besser. Ich glaube, es wird ganz schön gut. Ja, ja ist ein bisschen heller als die Wurst. Ja, aber komm. Die Wurst sieht aus wie eine Gurke. Oh, 90! 2% gefehlt, verdammte Gut. Ihr seht schon, Emotion pur hier. Ich habe Sand. Grober Sand. Der Sand ist glaube ich, immer gut. Der ist... ich habe einen Käse. Aber einen Hammer hattet ihr nicht, ne? Wenn man nämlich Hammer, ich habe die Sichel, Hammer und Sichel passend so wird und hat dann, wenn man die beide in den Wolf schmeißt, dann ist die Farbe 100% erfüllt. Mhm. Dann ist so ich habe Käse, der ist so... Käse er ist halt gelb gut. Und ich habe Gammelfleisch. Ja, Käse klingt fast besser, aber... Mhm. Aber Gammelfleisch ist so hellgelb. Grünlich. Ja, na dann, hau mal rein, was du für ein Feeling hast. Gammelfleisch, okay. Ich würde dann noch Karotten dazu tun. Karotten, ja. Okay. Mal schauen, wie das wird. Ja, mal sehen. Karotten. Ja, ist gar nicht so schlecht, finde ich. Ein bisschen dunkler, sonst. Ja. Geht in so eine Richtung 80. Auf jeden Fall haben wir ja schon 90, 80, haben wir schon 170 Rubel jetzt hier eingefahren. Und das ist dieser. Da habe ich was richtig immer, Gutes. Habe ich hier diese krass Knall. Na, ich habe jetzt hier auch mal so ein Magic Mushroom. Ja. Meinst du, ob wir diesmal mehr Glück haben? Naja, das Spektrum ist auf jeden Fall von lila über rot bis gelb. Ja, hau mal rein den Pilz. Ich habe was richtig Gutes auch. Hau mal rein den Pilz. Oh, und ist jetzt blau. Kommt schon. Nee, das hat sich Trip. Auch nochmal. Ach doch, es ist blau. Blau? Es ist blau. Ja, es geht ja auch bis ganz dunkel wieder. Also, ich habe was richtig Gutes, das mache ich jetzt mal rein. Die Balalaika wieder. Das heißt, wir werden. Oh, was macht die? Wir müssen jetzt wieder. Will jemand, der eine Karte abzieht und eine neu zieht. Ihr seht schon, man muss nicht mal lesen, was auf der Karte steht. Man muss dann nur lesen, was in dem steht. Will jemand, kannst auch dich selber wählen. Will jemand was abwerfen? Vielleicht deine radioaktive Mülltonne? Ja, Radio. Dann will ich Mama. Ich habe ziemlich viele, die so hochprozentig hätte ich jetzt fast gesagt. Wodka habe ich nicht, aber ja, dann mache ich mal hier den Atommüll weg. Oh, ja, okay. Allerdings hätte man jetzt auch überlegen können, dass du nicht abwirfst, weil wenn du hast ja eben den Pilz gespielt. Wenn wir jetzt eine Karte ziehen, die noch cool wäre, aber egal, mach mal, hast jetzt, das hätte man noch überlegen können. Und was kann ich dann? Dann hätte ich den Pilz mit dem radioaktiven Müll kombiniert? Nee, aber kombiniert? Dann hätten wir vielleicht eine Karte noch gezogen, die farblich noch ein bisschen besser gepasst hätte. Oh. Ich habe jetzt den Hammer gezogen. Ja, geil. Nächste Runde machen wir Hammer sicher. Mhm. Aber ich habe ganz wenig nur. Ich spiele jetzt einfach mal das hier und dann gucken wir mal. Ein bisschen Walspeck. Schauen wir mal. Vielleicht ist das ja... gar nicht so schlecht. Ja, auf jeden Fall. Also es kommt schon... 50% sollten wir schaffen. Ja. Super. Also ich habe eigentlich nur was... Der Käse hat nur einen... Also eine Gefährlichkeit sozusagen. Die Holzkohle ist minus Radio... Minus 1 radioaktiv und Wodka. Ich merke mir so. Das gar nicht, die ganzen Minus, Plus und ja. So. So wir spielen von einem Gericht zum anderen. Zu einer Wurst zur nächsten. Genau. Ich ziehe mal drei Karten nach, das dürft ihr auch tun. Cool. Ich habe jetzt mal hier noch ein paar Tannenzapfen. Motten, passt ja thematisch hier. Ach, und Gummistiefel. Ich habe Menschenblut. Oh, Menschenblut. Für eine schöne Tomatensauce? Ja. Dann habe ich noch Regenwasser und Blaubeeren. Ich habe hier noch eine schöne besondere Karte gezogen, nämlich die Handgranate. Die ist immer ganz gut. Stimmt. Die kann man spielen und die darauffolgende Zutat geht dann nicht rein. Die wird weggesprengt. Genau, da kann man also was reinwerfen, was besonders gefährlich ist besonders furchtbare Farbe hat. Der Wert wird nämlich auch nicht gezählt. Also da sollte man aber auch aufpassen. Nicht, dass einer eine Handgranate spielt und man die geilste Karte überhaupt danach reinhaut. Ja. Wir haben jetzt hier so eine... Ja. Die Frage ist Hammer und Sichel. Wir können jetzt einmal Hammer und Sichel machen, dann haben wir die beste Wurst jetzt aller Zeiten gemacht oder wollen wir das? Naja, ich habe Blaubeeren, die sind so mittel, die sind eher so lila, ganz dunkel lila. Sollen wir lieber also für was, die Hammer und Sichel für was anderes aufheben? Naja, hat sich jetzt mal wieder jemand gemerkt, welche anderen?
wir noch bräuchten. Jein, so halb. Also ich hätte was Blaues, allerdings weiß ich nicht, ob das für die nächsten... Komm, wir machen mal. Pia spielt mal die Blaubeeren. Ja. Und dann machen wir Hammer und Sichel, machen wir bei der nächsten Sache. Okay, na dann mache ich mal hier meine Jeans rein. Ja, deine Hat Jeans. Dann und ich vielleicht mal, noch was Helleres. Und ich spiele mal die Motten. Da bewegt sich auch schon wieder was an der Softbox. Ist eigentlich voll gut. Die knallige Farbe fehlt ein bisschen. Ja, aber das kriegt man fast nie hin, wenn man nicht hat. So, jetzt sehen wir nochmal das Essen. Super. So ein Grünton. Aber das den wir Grün da, kriegen ich wir glaube, hin. Wir kriegen das ganze Essen ganz gut hin. Oder? Also was Lilanes habe ich dann nicht. Da habe ich eher so ein Grau. Na, gucken wir dann mal. Also wir machen jetzt erstmal Grün. Ich habe Käse, der ist gelb. Ich habe hier wieder so eine Balalaika, die ist sehr grün. Die würde ich mal spielen. Ja? Okay. Und dann können wir, wie auch immer, wieder eine Karte ablegen in dem Falle. Vielleicht. Will einer von euch eine Karte? Hättest du denn jetzt was zum Spielen, Pia? Was du naja, ich habe gelb, so ein Käse. Aber Käse ist eigentlich eine gute Karte, ne? Der ist nicht so giftig. Ne? Ja, ein. Naja, aber der ist ja nicht grün. Hast du nicht noch was Durchsichtiges? Ja, sogar drei Sachen. Regenwasser Perfekt. Und Wodka. Ja. Dann, Jule, dann wirf du mal eine Karte ab. Ja, ich habe den Kohl, der ist auch nicht giftig. Aber wir müssen erstmal hier du wirfst erstmal eine Karte ab. Du wirfst eine Karte so. Ab und ziehst eine neue. Das ist ja immer noch die Spezial... Sonst kann ich ja auch was ja, ab, na, weil... Ich glaube, Jule hat, hat doch so viele böse Karten, oder? Ja, dann wirf dein Eichhörnchen weg. Mein Eichhörnchen, das hat aber nur zwei. Dann wirf was weg, was schon vier hat. Ja. Munition, ja, passend hier. Deko, das ist übrigens keine echte Munition. Also im Sinne von... Echt zwar, aber nicht scharf. Keine scharfe Munition, ja. Ist nur Deko-Munition. Nicht, dass ihr da Angst habt. So, Pia. Dann soll ich Wodka, das ist ja minus zwei, oder ja, Regenwasser ein? Ja, so, ist gut. Ja, mach mal Wodka. Ja, Wodka klingt gar nicht so schlecht. Zack, wieder mit Flasche. Und ich habe den Kohl. Ja, super. Der ist auch nicht giftig. Ja, ich hoffe. Guck mal, Gar nicht die Hammer und Sichel müssen wir vielleicht. Komm, jetzt schaffen wir 92. Oh mein Gott. Das ist ja auch, also auf jeden Fall. 92, ja, zack. Und dafür Alter. Kurz den Stern aufblitzen sehen. Wir haben also einen Bonusstern auf jeden Fall schon mal. Da habe ich gar nichts. Diese große. Ja, jetzt machen wir die Hammer und Sichel nochmal, oder? Und Sichel. Ja, finde ich gut. Okay, dann mache ich Sichel und Hammer rein. Und ist Pia dann nochmal dran? Ja, Pia, okay. Jeder muss eine Karte reinwerfen. Ach so. Glaube ich jedenfalls. Probier mal. Mach mal. Mach ich erstmal? Ja, aber ich glaube schon. Oder? Hammer und Sichel. Ja, und jetzt kannst du da irgendwas reinhauen, was du willst. Am besten was nicht gefährlich ist. Ja, doch. Dann mache ich genau. Holzkohle, es ist minus eins. Naja, Dings. Aber wir haben noch keinen radioaktiven Schaden. Ja, aber das sonst habe ich ja nichts, was. Nee. Sonst habe ich ja nur einen Schaden. Was oder du ist. Haust was. Ja, dann hau doch rein. Alles gut. So. Jetzt müssen wir auch 100% Perfekt. Erreicht haben. Kriegen wir noch einen Stern? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Nee. Na gut. Aber wir sind auch kurz vorm Abnippeln irgendwie. Ja. Erzähl doch nicht. Na doch, das glüht, blinkt schon hier rot. Aber wir haben ja noch ganz schön wir haben zwei Leben haben wir noch. Und wenn wir jetzt nochmal eine gute Runde kriegen, ja, das ist fast nicht. Vielleicht, es gibt auch Rezepte, die bestehen aus weniger Bestandteilen. Das Glück war uns da nicht heute. Ja, ich habe auch eine Handgranate gezogen. Ich habe eine Ölflasche, Holz und 10 Zehennägel. Jetzt guckt euch mal, noch so ein Radiohörnchen. Jetzt guckt euch mal die Wurst und das gesamte Menü an. Also grün und so ein hell fliederfarbend. Eine fliederfarbene Soße. Ja, also ich habe fliederfarbend, habe ich die Zehennägel, die sind so... Ja, die sind türkis, sehr helles Türkis, mega. Also jetzt erst was Rötliches, dann grün und dann dieser fliederfarbene Ton. Hm. Ja, also ich habe geht ja dann, aber Menschenblut. Ja, Menschenblut hört sich gut an. Das ist doch gar nicht schlecht. Sieht da super aus. Hast du irgendwas? Ich hätte eine Handgranate. Aber ich sag nur hier. Ja, ne? jetzt kann man eigentlich hohen Scheiß reinhauen, weil wir haben es. Sterben jetzt meinst du? Also nicht wir, unsere Gäste. Ja, genau. Oder wir kosten das vorher, das weiß ich nicht. Genau, nee, das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Wir wissen ja, was drin ist. Das sollten wir nicht tun. Dann hau ich mal was Hohes hier rein. Und du auch, weil mehr als dass das platzt, geht eh nicht. Dann mach doch. Das Höchste ist die Handgranate, aber das ist ja Quatsch, ne? Ja, mitunter, ja. Aber was passt? Nee, das ist jetzt, glaube ich, gleich egal, weil wir leider... Wir sind eh hinüber. Ölflasche. Gucken wir mal, was das ist. Und wir wären dann auch gestorben. Peng. Und die Wurst sieht auch ganz... Die sieht auch schon so ungesund aus.
jetzt ein bisschen lange auf dem Grill gewesen. So, jetzt müssen wir all unsere Energie in das kommende Mal stecken. Für die letzte Matroschka. Ah, null. Wir dürfen keine Karten nachziehen. Was? Mangelwirtschaft. Braun, grün, lila. Normale Wurst. Ich habe gar nichts im Lila, aber ich habe eine relativ gute Karte da. Ja, Holz, okay. Ich hätte auch noch, achso, das Radiohörnchen ist braun hier bei mir, aber ja. Was ja, macht denn das? Hau das mal rein. Wir wollen jetzt mal ein radioaktives Hörnchen sehen, dann seht ihr auch mal, wie radioaktiver Schaden aussieht. Seht ihr da nämlich, strahlt hier auch alles. Und dann würde ich mal noch Nein, du hast das radioaktive Hörnchen. Ja, ich hätte auch die Handgranate spielen können und dann das Radiohörnchen. Aber macht ja keinen Spaß, ne? Man müsste ja ein bisschen strahlen von innen. Ha, wie viele Punkte brauchen wir denn eigentlich? Wir sind bei 750. Das heißt, wir brauchen noch 150 Punkte. Sowas in der Richtung. Wir waren gerade eben bei irgendwas um die 80, oder was? Habe ich nicht aufgepasst, kann sein. Ich habe sowas. Zehennägel, wie sieht's aus? Zehennägel? Gras habe ich anzubieten. Ja, ich hab Käse. Der ist doch gelb oder ist der schon grün? Nein, der ist gelb. Achso. Aber die Zehennägel, die sind so ganz helles. Türkis, grün, warte. Ja, Türkis, meine ich jetzt. Glaub ich. Ist hier nicht drauf. Ja, dann hau du doch mal Gras in, Wolf. Ich hätte ansonsten auch noch eine Handgranate, die ist dunkelgrün. Das ist wahrscheinlich besser. Und dann hast wenn du Pia nichts hat. Zehennägel. Nee, hast du irgendwas extrem Uncooles, irgendwas Giftiges, was nicht in die Farbe passt? Naja, ich hab nicht wirklich. Na komm, dann spiel ich das Gras hier. Ja. So. Jetzt musst du was Dunkelgrünes spielen, weil ich mach das. Du machst das. So. Und dann spiel ich nochmal Kartoffeln. Mhm. Super. Gucken wir mal. War eigentlich ganz genießbar. Dieser Crunch durch die Zehennägel hat das Ganze erst zum Leckeren. Ja, ist wie Croutons quasi. Ja, genau. Wenn man mit viel Fantasie. So, lila Soße. Ich habe gar nichts. Dazu könnte ich Ferkelschwänzchen beisteuern oder eine Handgranate, die irgendwas zerstört. Die ist aber dunkelgrün. Ja, also ich habe eine Ölflasche, die ist türkis, ganz helles Blau. Dann habe ich noch den Käse, der immer noch hier ist. Ich habe auch eine Handgranate. Und dann habe ich noch zweimal Regenwasser. Hm. Regenwasser ist vielleicht gar nicht. Hast du denn was in die Richtung geht, Jule? Ich habe rosa Ferkelschwänzchen. Mach doch mal rosa Ferkelschwänzchen. Aber jetzt könnte ich schon wieder die Farbmischfrage stellen. Lila, braun und nee. Ja, Lila, du rot, kannst ja, das Schöne ist ja, die rot und ja, blau, oder? Das Coole ist ja, sie haben ja diesen Farbkreis gemacht. Siehst du das? Blau und rot. Hier ergibt lila. Ergibt lila, ja. Also ich habe orange hätte ich. Hast du was Blaues? Ich habe so ein, ich glaube, das ist so ein dunkel-lila Blauton. Ich habe die Ölflasche, die könnte ganz gut passen. Ja, machen wir mal. Mach mal dein Eichhörnchen rein, Ölflasche und ich hau die Gummistiefel hier mal rein. Super. Blau? Oh, das sind ja Feldboots, aber los. Mach Eichhörnchen. Ach, schon Eichhörnchen. Juhu. Zack. Wieder radioaktiver. Mal gucken. Niemals wird das lila, das ist wieder eine Matsche. Hättet ihr mal nicht auf mich gehört. Ja. Verdammt, haben wir jetzt unser letztes Leben verloren? Ey. Ja. Nein. Oder? Nein, warte mal. Wir haben verloren. Mhm. Das war grauenhaft, ja. Ja. Was soll ich sagen? Soviet Kitchen, Freunde der analogen Unterhaltung. Wir wollten euch gar nicht spoilern, wie es weitergeht im nächsten Level. Ja. Das wäre wahrscheinlich zu einfach gewesen. Weil da gibt es dann auch Klopapier. Vielleicht. Und Nudeln. Als Farbe. Ja, möglich. Ja, das sind natürlich alles Dinge, die man heute... Nee, aber die gibt es natürlich nicht mehr. Deswegen haben wir sie ja auch nicht gespielt, weil die gibt es schon lange nicht mehr. Die wertvollen Dinge. Ja. Ich mach mal hier Spiel beenden. Achso, ich dachte, du machst jetzt Armbrot. Nee. Ja, ihr passt ja vielleicht auch. Lieber nicht. Ich will euch nur mal ganz kurz nochmal hier zeigen im Challenging-Modus. Ja, haben wir hier einmal Überleben, russisches Bankett, Deckbuilding-Challenge und sogar noch irgendwie KGB-Geheimaufträge, die wir noch nicht freigeschaltet haben. Das muss man anscheinend erstmal im Story-Modus freischalten. Was sich hinter den einzelnen Sachen verbirgt, das kann der oder die eine, die unser Gewinnspiel erfolgreich gewinnt, dann selber herausfinden. Wir wollen nämlich einmal dieses wunderbare Exemplar von Soviet Kitchen verlosen. Und zwar schreibt alle mal bitte in die Kommentare und all diejenigen, die da reinschreiben, da wird dann jemand zufällig gewählt. Und was haben wir uns eigentlich überlebt? Was so in die... Mein Kopf ist so wie der Fleischwolf. Komisch durchgedreht. Und wissen also, wir, was war's? Ja, also ihr sollt reinschreiben, was
ihr in den Fleischwolf reintun würdet. Ah ja, genau. Schreibt uns mal ein paar coole, lustige Sachen, was ihr so genau alles durch den Fleischwolf drücken würdet. Zeit für Kreativität. Was genau hat gefehlt an Zutaten? Genau, dann sind wir da mal gespannt, was da alles für lustige Sachen aus eurem Fleischwolf selber sozusagen rauskommen. Und gibt uns dann ein bisschen Zeit. Wir sammeln die ganzen Sachen, verlosen das hier. Ich hoffe, euch hat das Ganze hier Spaß gemacht. Servet Kitchen, wie gesagt, kann man bis zu 6 Leuten spielen. Kann man aber auch solo spielen, ist also vielleicht jetzt sogar das perfekte Spiel. Die App-Sache wird einfach, ob nun Tablet oder Smartphone, in die Mitte gelegt. Und finde ich, fügt sich ganz gut so ein, wenn man die Karten so scannt. Oder es ist nicht ganz so... Sag ich da jetzt was Falsches? Ich guck mal, was jetzt so kommt. Zieht nicht ganz so viel Aufmerksamkeit auf sich wie, keine Ahnung, zum Beispiel bei Chronicles of Crime oder vielleicht auch bei Willen des Wahnsinns, zweite Edition, wo man dann gefühlt doch... So auf dem Bildschirm klebt, meinst du, oder was? Ja, klebt. Ja. So, ja, das ist hier ganz gut, weil man guckt eigentlich nur auf die Karten. Ja, das stimmt. Richtig, so. Ja. Das ist daran eigentlich, dass die App sozusagen... Ja, oder alle gucken halt gleich viel auf dieses Gerät, sag ich mal, weil nicht genau so großartig Erzähltext oder kleine Sachen oder so, ist halt alles sehr groß, geht auch ohne Probleme mit dem Handy, keine Frage. Ihr solltet halt ein Gerät haben, was eine Frontkamera hat. Das ist halt dieses Coole, durch diese QR-Codes hier einfach über die Frontkamera gehalten, muss man vielleicht mal den Abstand variieren und dann funktioniert das. Ja. Wunderbar, ich hoffe, euch hat es gefallen. Vielleicht gibt es ja auch noch das ein oder andere Let's Play mit meinen beiden Mädels hier. Muss ich mal gucken, ob ich die dann noch überreden kann. Ansonsten ist der gute Pete und ich auch gerade dabei, noch eine technische Lösung zu finden, sodass wir vielleicht auch ein paar Let's Plays machen, wo der Pete dann online zugeschaltet wird und wir über Skype oder ähnliches dann ein Spiel spielen, was dann hier bei mir ist oder auch ein Spiel, was er hat. Und da wird er jetzt gerade ganz kreativ in der Szene auch nach Lösungen und Möglichkeiten gesucht oder auch schon umgesetzt und seid da also mal gespannt. Wir werden in dieser turbulenten Zeit auf jeden Fall für euch auch Content weiter kreieren und natürlich auch einfach jeder zu Hause bleiben und nicht aufeinander hocken. Außer wir hier natürlich, weil wir ja eh hier in einer Wohnung hocken. Ja, genau. Die, die gehen so schnell nicht weg hier. Kann man euch auch im Fleischwolf stecken? Ich glaube nicht. Wir beenden die Sache jetzt an dieser Stelle, bevor ich nämlich im Fleischwolf lande. Oder auf der Couch. Ich kann ja immer hier noch im kleinen Spielhäuschen bleiben. Vielleicht mache ich auch 24 Stunden Livestream. Wisst ihr, dass ich nicht mehr im eigentlichen Bett schlafen kann. Ja, dann haben wir dich nicht mehr ins Haus gelassen. Das stimmt. Okay. Also, bis dahin. Ciao. Tschüss.